Es scheint, als hätte die Konferenz begonnen. Ja, sieht ganz so aus. Außerdem hat der König von Alabasta um eine Audienz im Verlauf der Woche gebeten. Die Nefeltari-Familie ist die einzige der 20 königlichen Gründer der Weltregierung, die vor 800 Jahren in der irdischen Welt verblieben. Mit anderen Worten, sie sind Verräter. Ob ihm etwas aufgefallen ist? Hoffentlich macht er die Situation nicht komplizierter. Vor 2 Jahren hat die Gipfelschlacht stattgefunden. Seitdem herrschen überall Unruhen. Wie der Fall von Kaido und Big Mom. Wir sind nicht in der Lage, das Gleichgewicht der Welt ewig aufrechtzuerhalten. Scheint, als kämen wir wohl oder übel um eine gründliche Säuberung nicht länger herum. Eure Erhabenheit in. Alle Herrscher sind nun versammelt. Welches Licht soll dieses Mal aus der Geschichte gelöscht werden, Euer Gnaden? Ist eure Entscheidung bereits gefallen? Wenn ja, dann nennt uns bitte den Namen.